kurvigen Autobahn, damit das von beiden Seiten kommt später. Ich glaube, das sieht ganz nett aus. Ich würde das mal gerne kurz testen. Ja, Moment, wir versuchen das mal. Warum eigentlich nicht? Wenn man das später jetzt auf der anderen Seite noch ungefähr genauso hinkriegt, mit ein bisschen Fantasie, könnte das dann tatsächlich gar nicht mal so blöd aussehen. So, hier ist dann aber jetzt auch wirklich Endstation. Ja, hier kommt einfach nur eine dreispurige Schnellstraße. Ach nee, Moment, ist doof. Bob, machen wir einfach eine achtspurige Straße mit Trennwand im Industriegebiet. So, Moment. Obwohl, warte mal. Ihr seht, wo das hinführt. Nämlich zu Kacke am Stock. Ah. Kommt, das ist rund. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Das ist rund. So. Nee, einmal einzeln bitte. So. Nee. Nee. Das kann man so durchaus anbieten. Ein wunderschön selbstgebauter Kreisverkehr, der schöner nicht hätte sein können. Ich möchte keine Widerrede hören. Dem ist so. Wer was anderes sagt, der lügt. So, jetzt können wir dann nämlich hier unsere Industrie. Ich würde das gerne, weil wir haben hier ein bisschen reingebaut, das ist ja aber nicht so schlimm. Wenn dann von unserem Kreisverkehr. Moment, wir versuchen uns. So. Was das? Ja. I'd rather wait an hour in traffic than to have to start thinking about everything all the time. Besides, if I did that, I'd never get anywhere. Was ist das? Wir strecken die Fühler aus. Ne, da bin ich jetzt reingemalt. Das ist doof. Das ist wie in der Schule übermalen. Das wollen wir natürlich nicht. Ja. So, da haben wir jetzt den Kreis. So, ich würde das gerne hier hinten hinbauen, damit ich dann hier möglichst viel abdecken kann davon. Und dann machen wir einfach
dann fangen wir an, nach Öl zu bohren. Und das nicht zu knapp. So. Rein theoretisch verschenken wir ja super viel. Wir müssten eigentlich jetzt hier reingehen und am Ende von der Straße bauen, oder? Damit wir nicht so viel verschenken von einem Gebäude. Müssten wir nicht im Best Case, sorry, wenn ich mich jetzt doof anstelle, müssten wir nicht eigentlich quasi so gehen? Nur mal als Beispiel und hier am Ende so ein Gebäude hinsetzen. Dann diesem Gebäude sagen, hier, pass auf, sammel uns so gut du kannst und so viel du kannst an Öl. Oder habe ich da einen Denkfehler? Da fehlt noch eine Straße, die kriegt er gleich. Wenn ich da einen Denkfehler habe, dann darf man mir das gerne sagen. Ich bin ja wirklich offen für sämtliche Kritik. Das machen wir mal eben hier als erstes mit der kleinen Straße, die er da haben will. Aber da kriegt er wirklich ja nur eine kleine Straße. So. Ich finde übrigens das Tool hier irgendwie nicht cool zum Verschieben von den Sachen. Aber da könnte ich mich auch durchaus wieder mal blond anstellen. Das will ich gar nicht abstreiten. Oftmals hilft es übrigens, das hier unten einfach auszumachen, diese Einrastfunktion. Die hilft nicht immer. Manchmal verschlimmbessert die vieles. Wir bauen Öl ab. Wir bohren nach Öl, so rum besser gesagt. Hier oben bin ich am Rand, ne? Jawohl. Jetzt kann ich das Ganze ja auch noch. Wie viel bekommen wir denn da? Ein bisschen was. Ein bisschen Öl für feucht Wangen, da sagt man doch nie nein. Und wir wollen da natürlich auch noch dahin. So, und dann haben wir ein wunderschön Radius abgesteckt mit unserer ersten Ölbohrung. So, wir wollen doch noch Strom und all so ein Gedöns haben, hm? Tja. Vorübergehend. Ist aber cool, wie in diesem Spiel wirklich alles vorübergehend ist. Bin nur ich so, dass es immer alles nur vorübergehend ist. Also, unterirdisch bitte. Vorübergehend mit der Option, wir ändern später alles. Zum Beispiel Gas, Wasser, Kacke. Einmal quer durchs Wasser zu ziehen, aber hey, das ändern wir später. Ganz gewiss ändern wir das. Ich bin mir dazu 100% sicher, dass wir das ändern werden. Vertraut mir da. Sätze, die mit vertraut mir aufhören, sind übrigens auch nie gut. So, jetzt können wir das gleiche doch hier nochmal machen. Nur, dass wir vielleicht jetzt von der anderen Seite reingehen und dann haben wir hier oben noch das nächste Gebiet. Da machen wir da halt neben unserer Ölbohrung machen wir Landwirtschaft. Ja, welcher landwirtschaftliche Betrieb träumt da nicht von sagen zu können, ey, wir verkaufen Hühnereier. Möchtest du diese haben? Dann komm zu uns. Wir sind direkt neben dem Ölbohrer. Als du uns finden möchtest, folge dem Geruch von Öl. Unsere Eier
profitieren von dem Öl und sind beste Qualität. Nämlich Ölqualität. Ölig im Geschmack und im Abgang. Ich halte die Klappe, es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, was hier in mich gefahren ist. Heute ist irgendwie der Wurm drin. Aber da kann ich sogar noch weiter hoch, würde ich sagen. Ich hätte sogar eine kleinere Straße getan, wäre noch produktiver gewesen. So. Worauf ich ja auch schon gar keinen Bock habe, aber was auch jetzt demnächst irgendwann kommen wird, ist, wir brauchen bestimmt eine neue Stromquelle. Und bei der Stromquelle, ich bin da auch, wie gesagt, sehr, sehr gerne für Tipps wieder offen. Ich habe letztens mal rumgetestet. Da habe ich einfach nur so ein Sandkastenspiel gemacht, weil ich ein bisschen rumtesten wollte. Allerdings nur was Strom angeht. Bin auf Solar gegangen und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen, wo ich dann sagen musste, ey, warum ist Solar eigentlich in diesem Spiel so kacke? Ja, nachts hatte ich keinen Strom, trotz Akkus. Ich hatte wirklich so eine komplette Solaranlage abgegradet und die war auch wirklich gut. Ne? Also die war wirklich nicht schlecht, aber ich hatte keine Akkus. Ne, da habe ich, also ich hatte keine Akkukapazität, dann habe ich diese Notstromaggregate gebaut. Und diese Notstromaggregate, die haben dann allerdings, die haben Strom gegeben, nachts. Aber nicht viel. Da hätte ich weiß Gott, wie viele gebraucht. Und da hätte mich Solar einfach unendlich viel gekostet. Also wirklich, Solar hätte mich so viel gekostet, dass es das niemals wert ist. Dann investiere ich doch lieber in verschmutzt die Luftindustrie und mach dann hier, bezahle ein bisschen was dafür, dass die halt diese Filter einbauen. Oder ich gehe auf die Erderwärmung. Aus Wasser, aus dem Boden und mache daraus Energie. Oder ich mache aus Müll. Aber warum denn aus Solar? Das hat gefühlt, hat das nichts gebracht. Aber vielleicht habe ich mich da auch einfach nur doof angestellt. Das kann natürlich auch sein. Okay, hier komme ich nicht drum rum. Hier lässt er mich nicht so, wie ich das haben will. Moment, dann machen wir es anders. Der hier macht mir immer einen Strich durch die Rechnung. Die haben sich verpappt. Okay, dann verpappt euch. Können wir das einrasten lassen? Geht das? Ach ja, guck mal. Cool. Wenn ich mal hilft, dann ja doch. Ey, und jetzt geht's nicht mehr, oder was? Alles klar, Schritt für Schritt. Wir machen das ganz langsam. Das Ding steht auf Zärtlichkeit. Wenn es das Ding zärtlich haben will, dann machen wir es zärtlich. Ist ja überhaupt kein Problem. So, was darf man hier? Wir dürfen da sogar über den Rand malen. Das durfte ich früher nie. Ach, Mist. Hätte ich das mal eher gewusst, dass man da über den Rand malen darf. So, und hier können wir das doch dann bestimmt auch nochmal einrasten. Achso, ja. Entschuldigung, ich vergaß. Zärtlich. Oh, nee. Hier steht es eher auf das Grobe. Hier soll es gar nicht so zärtlich sein. Hallo. Danke. Hallo. Zärtlich. Hey, hallo. Ach, dann leg mich doch genau da, wo die Sonne nicht scheint mit deiner Zärtlichkeit. So, unsere Ölbohrungen. Da wollte ich jetzt einfach mal gucken, was machen die denn an Bodenverschmutzung? Ja, ein bisschen, aber, ne, also das geht schon. Wir können damit ruhig sagen, wenn wir gerade sowieso schon dabei sind und ich habe keine Ahnung mehr, was wir schon an Produktion haben. Wir machen Holz, wir machen Öl, wir machen von allen anderen nicht annähernd genug. Fangen wir mit Weizen an. Hier haben wir unser Weizenfeld, dachte ich. Hier. Und da fangen wir dann wunderschön mit an. Wir könnten hier
Machen wir hier noch. Moment. Kurve. Ungefähr hier. Machen wir denn. Ey, mach doch so einen Käse nicht. Warum macht er das denn bei mir immer? Muss ich hier vielleicht einfach komplexe Kurve definieren, eine Anfangs- und Mittelpunkt ist hier eine Kurve, ist hier die Anschläge erneut. Versuch das mal. Cool. Mal gucken, ob das klappt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich will nichts hören. Nichts. Ja, es ist ein wunderschöner Schmetterling. Okay, Moment. Nochmal. Durchgehen. Eine endlose Serie an Kurve. Nein, das wollen wir gar nicht. So, wir wollen. Du müsste mich jetzt sehen. Das ist. Kokolores, Moment. Nennt mich doof. So. So. Nicht so. Aber genau so. Ich glaube, ich habe da gerade einfach falsch drauf geklickt. Nee. Mensch, raste doch ein Mann. So. Ja. So habe ich mir den vorgestellt. So. Und so. So ist unsere Landwirtschaft da oben. Das heißt, wir machen wieder mal. Bin ich jetzt volle Möhre drin? Nö. Ja. Wenn ich hier unten hingehe, bekommen wir das mit. Hier bekomme ich. Ach, das ist schwierig. Ich glaube, ich gehe erstmal nach unten und dann mache ich noch einen oben. So. Lasse mich das Feld ziehen. Wir haben ja Platz ohne Ende. Hey, komm her, lass dich ziehen. Du lass dich auch ziehen. Und du lass dich auch ziehen. Lass dich ein bisschen an. Sei mal ein bisschen anpassungsfähig. Ach Gott, ey. Ist das alles ein Kies? Jetzt komm, wir machen das bis zum Rand, was soll's. Ob da jetzt fruchtbares Land ist oder nicht. So, kann ich hier. Oh. Oh. Rastet der eigentlich da ein? Nö. Dann lasse ich es weg. Irgendwie gefällt mir das ohne das Gedöns besser. Bis hier. Hier. Bis hier.
Hopp. Und alle hopp. Und alle hopp. Und alle hopp. Meine Bestellung ist unterwegs. Das freut mich sehr. So, nee, du bleibst bitte da. Und dann ziehe ich dich hier auch an die Straße und dich. Oh, achso, das geht ja nicht, weil hier stellt sich dann die Straße irgendwie total bekloppt an. So. Wunderschön. Das. Ah, nein, warum macht er das denn mal nicht mal, dass er dann da plötzlich einfach eine gerade Straße dran pappt, wo ich mir denke, mach das doch nicht. Ich gebe mir so viel Mühe, dass das möglichst kacke aussieht. Und dann macht er da sowas. Wo ist denn hier noch? Ach, da. Ach, guck mal. Perfekt. Noch ein Stückchen und dann sind wir dran. So. Upp. Wer braucht schon Weizen? Oh, wir brauchen Weizen. Vielleicht sollte ich mal gucken, ob. Ach, guck mal. Ich hatte schon lange nicht mehr so wenig Zeichen über einer Stadt. Da hinten wird ein bisschen über nicht genügend Kunden gemeckert. Die meckern über Miete. Das ist aber, denke ich, aktuell unsere Arbeitssituation verschuldet, dass wir viele Arbeitslose haben. Arbeitslosenquote ist sehr hoch. Aber wir kümmern uns ja auch bald um Arbeit. Also das rennt nicht weg. Unsere Leute werden alle noch einen guten Job kriegen. Das verspreche ich. Und die ganze Stadt wird auch gutes Internet kriegen in ein paar Jahren. Das verspreche ich. Ich halte meine Versprechen im Meer. Weil ich glaube, unser Städtchen hat tatsächlich sowieso gutes Internet. Was wir gar nicht haben, ist eine öffentliche Verkehrsmittel. Aber da kommen wir auch noch zu. Da glaube ich ganz fest an uns, dass wir auch noch öffentliche Verkehrsmittel kriegen. Sobald wir unsere Felder bestellt haben, kann es direkt losgehen mit Öffis. Weiß ich noch nicht, will ich mich jetzt nicht darauf festlegen, dass es danach mit Öffis losgeht. Deshalb überdenke ich gerade diesen Satz nochmal. Aber schauen wir mal. Irgendwann geht es auch mit Öffis los. Und auch mit Import-Export. Mal gucken, was wir alles dann später exportieren können. Und mit sauberer Energie und mit Müllverwertung und mit... Was weiß ich, was wir da noch alles machen können. Ich versuche gerade irgendwie hier den Kack, den ich mache, mit sinnlosem Gerede zu übertönen. Ich habe keine Ahnung, ob es mir gelingt. Ach komm, so passt. Dann einmal da hoch. Bis nach da. Bis nach da. Bis da. 277 Tonnen kann das in der Theorie. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir so viel bekommen, glaube ich. Das ist irgendwie immer ganz komisch, ganz großer Kokolores, wie das da steht. So. Maßlos übertreiben, das konnte ich schon immer gut. Maßlos übertreiben, mach mir frohen Mut. Süßchen, Püpüchen, was haben wir? Production haben wir Weizen dazu bekommen. Oh yes, haben wir. Nicht viel. Ich habe das Gefühl, man wird das niemals alles ausgleichen können. Und wir haben auf jeden Fall schon mal gut Öl. Und relativ viel Weizen. So. Unsere Nachfragen da unten sind ja auch ordentlich in die Höhe geschossen. Gerade was Industrie und so angeht. Industrie, wie voll würde ich mir das packen, wenn ich hier in... Was ist denn das so neblig? Ach ja. Wir hier Industrie hinmachen.
Könnte man tun. Erstmal machen wir uns noch ein bisschen Bürogebäude. 2, 3, 4, 5 und so. 5 und so. 1, 2, 5 und so. 1, 2, 3, 4, 5 und so. 1, 2, 3, 4, 5 und so. Ging nicht ganz auf, passt trotzdem. 1, 2, 3, 4, 5 und so. Dann schauen wir mal, wie viele da jetzt erstmal einziehen. Da, 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 da. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lass dich nieder, Gewerbegebäude. Lass dich nieder. Okay, unsere Büronachfrage ist auch schon wieder weg. Bin ich mal gespannt, ob wir hier vielleicht dann... Ja, ich lasse mir was einfallen. Haben wir zu wenig Leichenwagen? Oder warum geht... Oh, da war bestimmt ein Serienmörder bei uns in der Stadt unterwegs und hat einfach mal alles niedergemetzelt. Deshalb, der hat quasi im Osten angefangen, hat sich nach Westen durchgemetzelt und hier hat die Polizei jetzt gemerkt, es wurde ein Verbrechen begangen. Nehmen wir im Ernst, wo sind unsere Leichenwagen? Wo ist unser Friedhof? Friedhof? Ich habe einen Friedhof, das weiß ich da. Ja, zurück, beschafft. Da sind noch 6 frei. Ihr könnt also noch fahren. Krankenhaus haben wir. Eieieiei. Komm, Schatz, wir gehen heute mal über den Friedhof. Aber wo? Ja, gucken wir mal später. Mach ich hier ein Industriegebiet hin? Ein kleines, aber feines. Mit Wölkchen. Da brennt es jetzt auch noch. Warum sind eigentlich unsere Mieten so hoch? Warum heulen die alle rum über Mieten? Oh Gott, wir machen 20.000 Bilanz. Eieiei. Ei, Karambe. So. Gerade gebaut, schon gestorben. Das ging schnell. Mach doch nicht sowas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, guck mal, passt das? Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naja, passt. Haben wir da einen kleinen Weg frei. Schauen wir mal, was wir mit dem machen können. Feuchtwangen versucht sich zu fangen. Die Mieter dieses Gebäudes haben Schwierigkeiten, das nötige Geld aufzubringen. Oder eine andere Zonenzuweisung. Wohnt ihr nicht schon in Reihenhäusern? Warum seid ihr denn bettelarm? Scheibenkleuster. Was habt ihr denn hier? Bettelarm. Ach, der ist in Rente. Schüler. Arbeitskraft. Oh Gott, ja, toll. 2 Schüler und einer in Rente. Es ist natürlich kritisch. Wenn wir für die Bettelarm. Die kommen ja fast alle aus den Leichten, ne? Na komm. Unausgebildet. Ihr kostet mich. So. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Wir müssten das eigentlich erhöhen. Aber da ich das im Moment ja nicht anbiete, aber unsere Stadt ist ja glücklich. Wir haben nur eine hohe Kriminalität und viel Lärm. Habe ich so ein Ding nicht schon gebaut? Ihr kriegt einfach hier noch eine kleine Polizeistation hier hin. Muss dann später allerdings verschoben werden. Machen wir hier Industrie ans Wasser. Ja, nein, vielleicht. Bitte nicht alle 3 Sachen ankreuzen.